Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wir sind in Amerika unterwegs und sind mit der F40PH unterwegs. Eine V16 Diesellokomotive von der General Motor Electric Motive Division. Die wurden zwischen 1975 und 1992 gebaut, beziehungsweise zwischen 1988 und 1998 unter Lizenz. Ja, 16 Zylinder und ist momentan so das Arbeitstier bei den Regionalzügen, bei Amtrak bzw. Coltrane, und mit der fahren wir heute. Und ich habe mit der noch ein bisschen Schwierigkeiten, vor allem was das Bremsen betrifft, auf das punktgenaue Bremsen, habe ich bei der noch nicht so intus. Also zwei Testfahrten habe ich gemacht, die waren jetzt weniger geil. Mal schauen, ob es jetzt beim dritten Mal besser geht, das werden wir sehen. Ja, bevor wir uns da jetzt auf den Weg machen, schauen wir uns mal hier noch so einen Personenwagen an. Ich habe da schon mal die Tür aufgemacht. Na komm, geh auf. Ja, mit Rollstuhl wird das hier spaßig. Und ja, hier 2x2 rein und oben die Gänge. Und die finde ich noch speziell. Kann man hier bei der Treppe raufgehen. Kann man also auch hier sitzen mit einem echt schmalen Gang. Also wirklich dick darf es hier, glaube ich, nicht sein, sonst hast du hier da keinen Spaß. Hier noch die Gepäckablage und das zieht sich dann bis hinten durch. Bis zum Steuerwagen und auch der ist dann oben geteilt. Also muss dann am Anfang schon mal die richtige Treppe nehmen. Und ja, wir machen einfach mal so einen kleinen Regio-Service. Die Lok hier übrigens ist gemoddet. Die hat ein kleines Grafikpatch gekriegt. Ich werde das dann noch verlinken. Da sind das so Späße wie, dass dann hier das Puls-Logo drin ist. Da hat der GM-Logo drauf. Dann haben wir hier die Routenanzeige. Die ist aber statisch, die bewegt sich nicht. Und zeigt auch nicht das Richtige an. Aber habt es auch jetzt drin und kein Blackscreen. Und ansonsten ist, glaube ich, nicht sehr viel geändert worden. Sound ist auch noch der gleiche. Ja, ich lade mal das Szenario neu, damit wir hier pünktlich sind. Und dann sehen wir uns ja gleich wieder im Führerstand. So, da wären wir jetzt auch wieder im Führerstand drin. Und wir machen die Lok jetzt mal bereit, beziehungsweise machen die Tür hier mal auf. So, Richtungswende einmal rein und nach vorne. Und Scheinwerfer machen wir auf Dimmen. Hinten das passt. Instrumentenbeleuchtung mache ich mal an. Ja, und meine Stufenbeleuchtung. Wie sieht denn das aus? Naja, nicht großartig anders. Alles klar. Ansonsten, Generator fällt noch an. Ich glaube, das war's. Wir sind abfahrtbereit. Du bist neutral. Okay. Ja, also wir haben hier eine kombinierte Bremse. Also die elektrische Bremse geht je nach Stellung dann mit an. Wir haben keine fixe Bremspositionen, sondern ich muss je nach Position den Druck aufbauen und wieder lösen. Gehen wir mal hier zurück. So, da. Türen verriegeln. Können wir hier mal komplett lösen. Denken wir mal mit Stufe 3 anfahren, ist okay. Nächster Halt, San Matteo um 6.11 Uhr. Ein bisschen mehr Leistung geht noch. Kurz vor dem roten Bereich. Perfekt. Ja, zu der F40PR. Also F steht für Full With Coal Carbody, also ein Lokkasten ohne seitliche Umläufe. 40 ist die Serie und die F40PI ist basierend auf der GP42, der Güterlokomotive, und BE für Passenger Service, also Lokomotive für Personenzüge, und H mit Head End Power, also die Erzeugung des elektrischen Stromes für den Wagen und die Lokomotiven hinten drin. Soweit mal zu den Fakten. Was ich nicht gewusst habe, und das steht zumindest so in Wikipedia drin, der V16 Dieselmotor ist ein Zweitakter. Interessant. So, ich glaube, wir können jetzt mal ein Maximum Schmackes geben. Je nach Bauart und Umsetzung schafft die Lok knapp 177 Stundenkilometer. Das ist schon mal nicht schlecht. Bei einer Achslast von 29,5 Tonnen. ist ja nicht leicht.
Ah, ich hoffe, ich kriege das jetzt mit den Bremsen dann hin. Leider funktioniert der Ray Driver nicht. Der war natürlich hier ideal gewesen für das Ganze. Vielleicht kommt das mal irgendwann mit einem Patch. Aber ich habe es jetzt zum Laufen gekriegt. Ich sag's euch, bei uns hat jetzt gerade der Sommer angefangen. Am Samstag haben sie angesagt, es soll bis zu 36 Grad werden. Ne, ich bin jetzt schon am Sterben. Ich war am 12. im Lokorama zu 175 Jahren Eisenbahn. Und da habe ich den Fehler gemacht, keine Sonnencreme zu nutzen. Habe mein ganzes Gesicht und am Unterarm Sonnenbrand. Ah, das zirbelt, sage ich euch, im Bett. Nächstes Mal sollte ich meinen Hut aufsetzen oder sowas. Stichwort Sommer. Komm mal hier eigentlich die Steuerung für die Klimaanlage. Nee, ne? Leitwerk, Sand. Muss ich später mal gucken. Ansonsten ist die Klimaanlage das hier. Außenansicht, mal kurz gucken. Ja, ein bisschen runter von der Leistung hier. Ich glaube, ich lasse sie jetzt schon mal rollen. Und wenn dann mal leicht einbremsen ab einer Meile. Ich hoffe, das passt. Weil die Bremsen sind ganz schön giftig bei der. Also vor allem, wenn der Motor noch mitbremst. Wartende Position. Ich möchte mir hier die Anzeige angucken. Lassen wir es mal so. Ja, und jetzt wird elektrisch mitbremst. Schaut mal, wie schnell die da runter geht. Und das bei geringer Bremsleistung. Ich glaube, wir können schon mal ein bisschen runter. Das ist schon wieder zu viel gewesen. Ja, wie gesagt, ich habe es noch nicht so ganz intus mit der richtig zu bremsen. Da hatte ich viel lieber so eine Stufenbremse, wo ich dann fix einstellen kann. Wie viel du bremst. Na, aber immerhin in der Zeit. Ja, es war zu viel. Okay. Ich glaube, mit der Meile bin ich aber gar nicht mal so schlecht. Ich habe einfach nur zu viel bremst. Obwohl ich jetzt da versucht habe, da zwischen 20 und 30 zu gehen beim Bremsdruck. Ja, fast perfekt. Sowohl der Bahnhof San Mateo als auch Hisse ermöglicht es Angestellten zwischen vielen Bürohauptsitzen einige bekannte Unternehmen hin und her zu pendeln. Ja, okay. Ich hätte als Lokführer hier echt Angst mit den ganzen Bahnübergängen. Es gibt so viele YouTube-Videos, wo es da in Amerika immer kracht. Stichwort Horn. Das ist ja cool umgesetzt da mit dem Leitwerk. Vor allem hier mit der Luft, wie sie dazukommt. So, Klimaanlage, wollte ich ja noch mal kurz gucken. Leerlaufschalter, Isolation, Schalter, Frontscheinwerfer, Blender, das ist Licht, Motorstart, Sicherungskasten, da wird es garantiert nicht drin sein. Sollen wir hier hinten? Zentrale Energieversorgung, Trainline aufrüsten, nur BN angekuppelt.
Gib A. Mal wieder verriegeln hier. Ich sehe hier nichts mit Klima. So, Bremsen lösen bitte. Das ist Heizung. Die Wagen zur Arbeit nachziehen, finde ich 26. Nö, ich finde hier wirklich nichts diesbezüglich. Bist du so eine Zugsicherung, dass wenn ich aufstehe, dass du bremst? Ne, tust du nicht. Okay, dann kann ich mal hier schnell was nachschauen. Actually, the Sidewall Heater, das ist nur die Heizung. Ich glaube, wir haben hier keine Kühlung. Das ist dann effektiv. Effektiv Fenster aufmachen. Ja, dann wird es hier warm im Sommer. Also wenn jetzt jemand von euch noch besser weiß, wie das hier mit der Kühlung ist und ob es doch eine hat, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare, aber bis jetzt habe ich einfach nur die Heizung gefunden. Ich mach doch mal kurz hier auf. Nee, ist einfach nur die Standards. Standardsicherungskastensachen hier. Ach jo. Alter, Hillsdale. Das soll man jetzt in einer Minute schon sein. Das ist aber mein enger Fahrplan. Das kriege ich nicht hin. Ja, nee, niemals. Schade, dass das nicht funktioniert. Das würde ich gerne mal in Action sehen. Wie das abläuft. Gehen wir noch mal ein bisschen Schmackes hier. Was ist das? Ah, Doors closed. Okay. So, gehen wir mal runter vom Gas. Okay, Bremsen lösen, wartend Stellung. Bremsen mal ein bisschen ein. Schauen, ob das reicht. Hier bei 10. Ah, da springt der E-Motor gar nicht an. Das wäre so wie erstes Anlegen. Springt der erst ab die 20 an? Ah, das war jetzt viel, wobei. Ja, das war ja auch schon wieder zu viel. Schade. Ja, ich habe es noch nicht so ganz im Griff mit der Bremse. 15, 45 Minuten zu spät. Aber immerhin fast auf den Punkt. Ja, wird schon besser. Ich muss, glaube ich, öfter einfach mit der fahren und dann habe ich dann schon irgendwann Intus. Ja, so den Blende brauchen wir erstmal hier nicht. Schön, dass wir es drin haben. So, gucken wir raus. Bitte alle einsteigen. Abfahrt in Kürze. Die Türen sind schon offen, oder? Nur so mal kurz gucken. Ja, sind offen. Steuerwagen, der ist schon ein bisschen abgespaced, dass man hier oben sitzt. Und man kann nicht auf die andere Seite drüber. Das sind getrennte Compartments hier. Ich kann das Fenster aufmachen. Hallo!
Ich glaube, da müssen wir auch noch mal eine Tour machen, weil wir hier einen Steuerwagen drin sitzen. So, da. Weniger Spiel. Wir machen die Tür wieder zu. Alles sicher hier. Bremsen lösen. Nixalt San Carlos 620 in 3 Meilen. Na, das glaube ich aber nicht schaffen, dass wir da pünktlich sind. Gut, ich kann noch einmal ein bisschen mehr Schmackes geben. So, mehr geht nicht. Das ist eigentlich schon eine schöne Look. Ich meine, die Lackierung ist jetzt nicht so ganz meins mit den roten Streifen, aber so grundsätzlich habe ich schon Schlimmeres gesehen. Red World City 908. Haben wir hier ein Movement drauf? Naja, nur so ein bisschen. Ah, nö, ich muss wieder das Motion Blur abstellen. Das sieht so eklig aus, wenn das passiert bei den Rädern. Ich weiß gar nicht, warum es die Option überhaupt hat. Das sieht einfach nicht schön aus. Moment, das glaube ich, könnte ich ständig gerade jetzt machen. Wo war das? Ich glaube, weiter Qualität. Sicht, nimmst Bewegungsunschärfe fahrend aus. Meint das war das, oder? Schauen wir nochmal. Ja, jetzt sieht es wieder normal aus. Sehr gut. 6.19. Nö. Das ist jetzt die allererste Mission, was man mit der Lok machen kann. Das sind lokale Pendler. Aber hui, ich wüsste nicht, wie man hier den Fahrplan richtig einhalten sollte. Ich meine, ich bin voll im Gas hier drin. Mehr geht hier nicht. Guten Morgen zusammen. Ja, geht's wieder aus hier bitte. Achso. Südre, da haben wir wieder ausholen lassen. Oh, ich muss mal ganz kurz husten. Entschuldigung, da bin ich wieder. So. Wieder minimalistisch. Die E-Bremse kann ich allein nicht steuern, ja? Oh doch, könnte ich. Oh, das sieht besser aus, wobei jetzt... Jetzt glaube ich, bin ich einfach zu schnell. Okay, gehen wir mal voll rein. Ah, ja, doch. Ein paar Stunden üben noch. Shit, das war jetzt die Notbremse, glaube ich. Okay, sind wir wenigstens komplett auf der Plattform? Ne, sind wir nicht. Tut mir leid, Leute. Ich trainiere hier noch. Vielleicht spiele ich mit der dynamischen Bremse. Also mit der zuerst bremst und dann mit der. Schade. Haben wir eigentlich noch einen Halt oder? Warte mal, Ablauf. Ja, Redwood. Oi, Tickets.
Schaut so ähnlich aus wie das, was wir in der Schweiz haben. Was unsere ein bisschen schmaler sind. Was steht da eigentlich in der... Warte mal, wo war denn das? So, da. Please do not hold the doors, it will be delayed the train and everyone on it. Ja, macht sowas nicht. Das ist mega doof. Nö. Einmal lösen, dankeschön. Und Abfahrt. Was ist jetzt los? Machst du mich jetzt nicht mehr? Was? Zero Speed? Ah, oh, was ist denn jetzt los? Abschaltventil innen. Was gefällt jetzt nicht? Alarmreset ist. Okay, nehmen wir den nochmal. Raus, rein, vorwärts. Machen wir das nochmal kurz außen wieder an. Und er mag mich trotzdem nicht. Okay. Ich schau mal ganz kurz im Handbuch nach. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder und habe das Handbuch jetzt neben mir offen. Und er sagt, Leistungsträger auf neutral, Richtungswender auf neutral. Dann Full Application hier. Da. Okay, dann hätte er gemeint, 60 Sekunden warten, aber... Die Menschen unten sind, sagen wir mal, wieder Full Release. Und sollen auf Notch 1 gehen, damit der Kompressor hier wieder auffüllen kann. Der geht mir jetzt aber hier nicht runter. Oder muss ich erst jetzt? Kompressor auf 1, aber ich höre da gar nichts. Wait for 60 seconds. Ja, dann machen wir das mal. Okay, also für euch werden es keine 60 Sekunden werden. Ich mache einfach einen Cut und dann sehen wir uns noch 60 Sekunden wieder. Und bye bye Fahrplan. Also, mal schauen, ob das einen Unterschied macht. So, da, Minute ist vergangen. Jetzt probieren wir es nochmal. Schauen, ob das jetzt was bringt. Gehen wieder auf die Notch 1 jetzt. Macht aber nach wie vor nichts. Bitte hier komplett entlüften? Das muss man jetzt schaut's gut aus. Okay. Richtungswender vorwärts. Lasst mich jetzt wieder fahren. Nee, lasse mich nicht. Und PCS ist da immer noch an. Warum denn jetzt nicht? Also ich verstehe es jetzt gerade wirklich nicht, warum ich da nicht wegfahren kann. Das sieht alles gut aus. Sag bloß die Türen, weil es ist. Ich bin so ein Superheld. Die Türen waren offen. Coole Sache. Aber die Hintern sind ja jetzt. Ist doch noch eine Tür, die offen ist? Oder?
Nee, sei jetzt nur so. Oh, bravo, du bist manchmal so eine Pflaume, ey. Aber gut, dann haben wir jetzt auch mal das Prozedere gemacht, wenn man das PCS zurücksetzt. Schaut immer noch gleich aus wie vorher. Dann ist es also nicht die An-Position. Ah. Oh Mann, ey. Mit mir ist es wirklich nur Chaos fahren. Ah. Ein bisschen am Verzweifeln gewesen, weil man einfach nur die Türen offen. Aber gut. Ist ja eigentlich ganz gut, dass das Sicherheitssystem so funktioniert, dass ich dann nicht mit offenen Türen rumdüse. Ja, ladies and gentlemen, nächster Halt Redwood City mit einer leichten Verspätung von plus minus 5 Minuten. Grund dafür war Unfähigkeit des Lokführers. So, dann meine gelbes Signal. Macht aber nichts, weil dann kommt eh der Bahnhof. Und dann werden wir dann eh wieder rot haben. Wie immer am Ende des Szenarios. So, und jetzt will ich mal hier mit der elektrischen Bremse arbeiten. Hast du ein Setup? Ja, hast du. Schauen, wie giftig du da jetzt bist. Oh, gar nicht mal so. Moin, Kollege. Na, ah, das ist mal so ein bisschen zu schnell. Na komm, brems. Ah, scheiße, Notbremsung wollte ich jetzt nicht. Ah, okay, ja, nein, das mit dem... Scheiße, jetzt hat er den Halt schon drin. Ich hätte so gern den Raydriver dafür gehabt, also besser, besser als wie mit den Tasten hier rumzubremsen. Ja, also, das war eine katastrophale Fahrt. Okay, ja, hoffe, hat euch gefallen. Ich hatte Spaß und Benotung vom Fahren ist, glaube ich, 5 minus durchgefallen. Ja, also die Bremsen, nee, da muss ich üben. Nichts für mich momentan. Ich glaube, ich bin lieber wieder im Englischen unterwegs. Also, bis demnächst. Tschüss.